Detektiv, Quizfrage. Das kleine Wort S ist tatsächlich sehr vielseitig und in verschiedenen Situationen anzutreffen. Neben seiner Funktion als Personalpronomen finden wir das Wort S häufig bei sogenannten unpersönlichen Verben, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Wetter. Auch um über unser persönliches Befinden zu sprechen, brauchen wir das Wort S. Ebenso wie zum Ausdruck verschiedener Sinneseindrücke. Wenn wir Geräusche hören, aber nicht wissen, wer oder was sie verursacht, benutzen wir als Subjekt S. Seht zum Beispiel, was einer Bekannten von mir in ihrem neuen Haus passiert ist. Auch zum Einleiten von Themen gibt es wieder eine Reihe unpersönlicher Verben. Das Wort S kann aber nicht nur Subjekt sein, sondern kommt in einigen festen Redewendungen auch als Akkusativobjekt vor. In diesem Fall kann S nie am Satzanfang stehen, sondern befindet sich normalerweise auf Position 3. Eine weitere Funktion des Wörtchens S ist es, als Korrelat auf einen nachfolgenden Nebensatz hinzuweisen. S kommt dabei wirklich nur dann zum Einsatz, wenn der Nebensatz hinter dem Hauptsatz steht. Auch in Passivsätzen ist das Wort S häufig anzutreffen, dort aber wieder nur am Anfang, wo es als Platzhalter stellvertretend für ein Subjekt steht.
Ist der Satzanfang aber durch ein anderes Satzglied besetzt oder hat das Subjekt im Passivsatz einen bestimmten Artikel, so benutzt man das Wort es nicht. So, Mathieu, ich hoffe, es ist dir jetzt etwas klarer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich schon aufs nächste Mal. Bevor ich es vergesse, habt ihr schon meinen Kanal abonniert?